Ein neuer Kit, ein neues Glück. Hallo liebe Modellbau-Community, ich bin Arschi von der Modellbauseite.at und seht mal, was ich euch heute zeigen kann. Weiter geht's in der Star Trek Raumschiff-Reihe, diesmal kein Raumschiff, sondern eine Raumstation. Und zwar, was haben wir da? Regula 1. Sagt es jemandem was? Na, doch, vielleicht, sollte es aber. Und zwar, drehen wir mal das Ganze drum. Die Regula 1 Station ist eine wichtige Station in Bezug auf die ersten Star Trek Kinofilme, und zwar geht es da um das Genesis-Projekt. Auf der Regula-Station, die eben um den Planeten Regula stationiert ist, wird das ganze Genesis-Projekt erforscht, was sie in weiterer Folge dann den Genesis-Planeten hervorbringt, eben diese Terraforming-Geschichte, was uns Spock dann wieder retour holt. Also im Prinzip sind das die Sachen, die in Star Trek 2 und 3 passieren, was da teilweise ineinander zusammenhängen. Wobei eben die Geschichte die ist, wie gesagt, da drauf wird eben Genesis entwickelt. Die USS Reliant ist der Station zugeordnet auch, die wir ja alle kennen. Und die dann in weiterer Folge eben im Star Trek 2 unterm Khan gegen Kirk umfetzt. Und Khan übernimmt auch diese Station und bringt dort auch das ganze wissenschaftliche Personal der Station um. So weiter Hintergrund zu der Geschichte. Die Station selber ist ein bisschen eine Adaption, und zwar haben da die Macher der Filme dieses Design öfters übernommen, also so sehen wir es auch eigentlich schon früher im Star Trek 1 als einfach Orbitalstation, allerdings in einer leicht abgewandelten Form. Ist ja grundsätzlich nicht so verkehrt, weil ja auch diese Stationen modulweise aufgebaut sind. Ich finde es alles in allem echt irgendwie ein cooles Modell. Es ist recht groß. Es hängt da ein bisschen komisch auf dem Arm oben. Aber ich zeige euch das einmal. Das ist im Prinzip nur da so ein Wupp reingesteckt. Also man kann sie da rausholen. Ja, was ich recht cool finde, ist eben dieses obere Segment der Station. Das schaut echt lässig aus. Wir haben da einen Verteidigungsturm noch drauf. Ich glaube halt, das ist ein Verteidigungsturm. Es wird da nicht viel näher beschrieben von dem Turm. Also, was da wo, wie, wieso ist, das da unten dürfte die Energieversorgung sein von dem ganzen Turm. Wofür diese Plattformen sind, keine Ahnung, das könnten irgendeine wissenschaftlichen Labore einfach sein, beziehungsweise, wie wir es ja kennen, solche modularen Geschichten, dass ich eben sage, ich tue da ein Labor drauf oder eine Antenne oder eben eine Verteidigung. Ich könnte mir vorstellen, es ist eine Verteidigung da. USB, also da kann man relativ viel draus machen. Ich glaube, das da oben ist sogar so groß, dass da eben ein komplettes Raumschiff landen kann in der Station, dass da auch ein Innenbereich ist, wo Raumschiffe im Inneren der Station gedockt werden. Also echt eigentlich ein Riesendrum das Ganze, ja. Von dem her nicht so schlecht umgesetzt. Dann ist es ein bisschen schwierig zu sagen aufgrund der Form, aber ich glaube, jetzt habt ihr euch ein bisschen ein Bild machen können von dem Teil. Wie gesagt, ich find's echt cool, dass ich den durch Zufall erstanden habe. Auch das war so ein Igelmaus Special. Ja, macht sie cool in der Vitrine. Gut, ja, es wird dann sicher noch weitere Sachen aus dem Bereich geben. Wie schon x-mal ankündigt, also die Serie werde ich auf jeden Fall noch um einiges fortsetzen. Ein bisschen was habe ich ja noch. Und ja, ich hoffe, es hat euch auch eine Freude gemacht, gleich wie mir. Und in dem Fall, bis zum nächsten Mal.